Hallo! Hallo! Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Bei uns gibt's Mittagessen. Heute nur eine Kleinigkeit, als Vorspeise eine Kartoffelsuppe. Also auf der Seite des Meerrettichs ist schon. Warum nicht so viel? Du hast viel? Naja, das weiß ich bloß ein bisschen was nehmen wir für Tomaten oder so. Für Tomatenmeerrettich, eine scharfe Tomate. Das hat nicht jeder. Neue Sorte. Da werde ich dann auch so rot wie die Tomate. Ja, ich auch. Also was haben wir denn? Da haben wir Kimchi, dann haben wir Sauerkraut, Tomate, dann Wintersalate, Zuckerhut, Radicchio, Chicorée, ein bisschen Paprika und Rucola-Blätter. Und einen Kartoffelsalat mit Eiern und Linsen, schwarzen Linsen. Lecker. Und Essiggurke. Guten Appetit. Hier sind die Fichten ganz eng zusammengewachsen. Und man sieht schon, der Schnee, der kann nicht nach unten fallen. Und das sieht jetzt aus wie eine Wand. Wie in den Bergen. Schaut aber echt schön aus. Wie wenn es nach vorne fotografiert. Ja. Was ist das für eine Hummer halt? Herrlich. Oh Gott, was ist das für die Wurst da? Eieiei. Guck mal, dann haben sie hier, das ist ja. Es gibt einen Obstteller als Vorspeise zum Abendessen mit Orangen und Birne und Apfel und Kaki oder Charonfrucht. Und Mama holt Stefans Hockerl. Hockerl. Ich bin der König. Ich sitze auf hohem Ross. Auf dem Thron. Ja, du sitzt echt hoch. Im Vergleich zu uns. Guten Appetit. So, bei uns gibt es Abendessen. Es duftet aber. Wirsing, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Eine Wirsing-Lasagne. Wer fängt denn an? Ja, du. So. Das sieht ja köstlich aus. Was ist da drin? Ja. Die Nudelplatten. Ja, schau, haben wir schon wieder, krieg ich wieder nichts. Oh. Nudelplatten und Wäsche. Und Käse. Es duftet auf jeden also, Fall. Die Details kann natürlich Mama sagen, gell? Wir sind Wintergemüse, Zwiebeln, Lauch. Und Soße aus Rahm und aus. So, schauen wir mal, wenn wir da zurechtkommen. Ob die Platten durch sind. Ja, das ist kann ein Problem sein. Stefan, ich hebe mal das hoch. Magst du das mal bitte wegwischen? Mit dem Ding da wegwischen. Ich will doch das Essen nicht verloren gehen lassen. Halt doch mal noch was. Wisch nur ein Schöner drüber. Ja, ich hab's nicht gesehen, so recht. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. Es gibt Nachspeise. Einen Bratapfel mit Zwetschgen Pflaumenmusfüllung und Zimt und Mandeln und Honig und Sahne. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. So, ich kam jetzt vorhin beinahe nicht zur Tür rein, weil die Babys die Kiste irgendwie verschoben haben. Da ist
Erik wahrscheinlich wieder rumgesprungen und hatte zu viel Schwung und dann ist das ganze Ding verrutscht, obwohl ich da jetzt extra schon so eine Matte unten drunter habe. Oh, Erik ist im Modus. Beziehungsweise Erik ist, ja, kein Wunder, wenn Lotte im Modus ist. Das ist jetzt so lustig. Hängt der Erik jetzt hinten drauf? Aha, aha, aha. Und dem Bruno passt es nicht, hm? Wie lieb, hm? Wie lieb. Der Emmy ist das immer noch nicht so ganz geheuer. Ach schau, da schiebt sie sogar ein bisschen den Kopf drunter. So ganz vorsichtige Annäherungsversuche haben wir. So, ich habe der Holly jetzt gerade Schleimlöser gegeben. Jetzt gibt's Abendessen. Ne? Ja, und der Holly schmeckt irgendwie jede Medizin. Egal was es ist. Hollys Brötchen sind auch ganz eingefärbt von den Karotten. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Ganz orange. Ganz orange. Ich möchte euch... Ach, schau mal her. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ich wollte euch was zeigen und zwar gehe ich heute ins Schlafzimmer und denke, das gibt's doch nicht. Beziehungsweise, wie kann das möglich sein? Also ihr wisst doch, dass der Erik gerne Bobbles abknabbert, weil er die nicht mag. Auch vom Badezimmerteppich. Und ich habe den gewaschen und jetzt gehe ich heute ins Schlafzimmer, habe den aufgehängt. Und da hängt er jetzt schon seit, keine Ahnung, ein paar Tagen und jetzt gucke ich so. Sind die ganzen Bobbles hier abgebissen. Oh, da sind noch mehr abgebissen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. So. Also der Erik, der ist ja schon mal auf einen auf dem Wäscheständer gesprungen. Da stand er aber hier. Also ich zeige euch das mal. Wo er da stand, der Wäscheständer. Und da konnte er vom Bett draufspringen. Und zwar hatte ich ihn da... Ach ja... Also da hatte ich den Wäscheständer hier stehen und klar, da konnte er gut drauf springen. So. Da ich das aber wusste und natürlich nicht möchte, dass er auf den Wäscheständer springt, weil das ist ja gefährlich, wenn er da durch die Seile fällt, habe ich den Wäscheständer jetzt eben immer nicht mehr hier hingestellt, sondern, oh, es ist so eng, habe ihn halt hier hingestellt. Also das heißt, hier ist das Bett, da ist der Wäscheständer. Nicht so, dass Erik auf dem Wäscheständer springen kann, aber scheinbar hat es trotzdem irgendwie geschafft. Ist auf den Wäscheständer gesprungen und hat die ganzen Bobbles abgegessen. Und ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist. Er könnte vielleicht noch von hier dahin gesprungen sein, aber das ist irgendwie auch komisch. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich das noch quer hingelegt habe, dass er dann quasi hier die Fläche hatte, aber... Der Hase ist irgendwie auf den Wäscheständer gesprungen, hat die ganzen Bobbles abgegessen. Und das sind nicht wenige. Das da unten habe ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich heute gesehen, bevor ich losgefahren bin. Ja, also Erik hat sich ausgetobt. Er hat Konfetti gemacht aus meinem Badezimmerteppich. Dieser kleine große Hase. Du bist einer, ha? Ich würde ja zu gern wissen, wie du das angestellt hast. Das würde ich ja echt zu gerne wissen. Du bist einer. So, für die Babys gibt es jetzt auf jeden Fall Abendessen und Erik turnt noch im Schlafzimmer rum.
Unglaublich. Unglaublich. Dschungelcamp ist ja dieses Jahr ganz anders, als ich gedacht habe. Also ich dachte ja eigentlich, das würde in diesem Schloss stattfinden. Das hätte ich cool gefunden, anstatt Dschungel in so einem Schloss oder so einer alten Burg. Das wäre, glaube ich, schon witzig gewesen. Aber war jetzt scheinbar auch nicht möglich dieses Jahr. Das ist der Erdige unter mir. Der räumt um. Bis morgen. Tschüss.